Moin Mann und willkommen zu Monster Hunter Rise auf der PlayStation 5, Mann. Ich kann es echt kaum noch warten. Ich habe richtig Bock auf das Game. Seit Release und Beendigung der Hauptstory von Monster Hunter Rise ohne Sunbreak auf der Nintendo Switch habe ich dieses Game nie mehr angerührt, gar nicht mehr gezockt. Bin jetzt durch, wie gesagt, durch meinen Kollegen. Grüße gehen raus, ist Sam. Eben aber wieder voll auf diesen Monster Hunter Trip gekommen mit Monster Hunter World, mit dem Jagen. Es macht einfach so Bock, dass ich mir gedacht habe, weißt du was, ich gönne das Game einfach in der Deluxe Edition auch noch für die PlayStation 5 und nehme euch einfach mit auf die Reise. Wir werden jetzt hier einen neuen Jäger erstellen, wir werden jede Quest machen. Wir werden ein bisschen farmen, ein geiles Endgame-Set dann eben uns vorbereiten, damit wir eben dann für Sunbreak gewappnet sind. Und danach werden wir natürlich, wie gesagt, Sunbreak spielen. Und aber auch würde ich jetzt gerne hier in Monster Rise dann auch mal einfach so mich mit den ganzen Waffen, mit den anderen Waffen außer Hammer, immer so ein bisschen vertraut machen und alle mal so ein bisschen austesten, mal gucken, so welche Waffe mir, abgesehen von den Hammer eben, so am allermeisten gefällt. Ja, das ist so der große Plan. Ich habe richtig Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch. Wenn ja, lasst es mich auf jeden Fall wissen. Lasst ein Video ein Däumchen hoch da. Schreibt es mir in die Kommentare, damit ich weiß, ob ihr mehr von dem Game sehen wollt oder nicht. Und auf jeden Fall ein rotes, fettes, ganz großes X im Kalender markieren. 10.2. Hogwarts Legacy wird sofort hier auf dem Kanal losgehen. Ich werde jede Quest machen. Ich werde alles in Hogwarts erledigen, was es dort zu erledigen gibt. Denn ich bin maximal hyped durchs Game. Ich freue mich wirklich sehr und würde mich freuen, dich auf dieser Reise mitnehmen zu dürfen. Ja, wo es jetzt losgeht, 500 Abonnenten. Mit deiner Hilfe schaffen wir auf jeden Fall. Däumchen oben, kostenloses Abo und auf jeden Fall Glocke aktivieren. Dankeschön an dich und an jeden Einzelnen vorab, der das schon getan hat. Ihr seid affengeil. Danke, dass es dich gibt. Viel Spaß jetzt mit dem Video. Danke, dass du da bist. Let's go. Bock. Alter Schwede, das ist einfach mal so Anime-Feeling. Es ist so geil, die beiden, ey. Wie gesagt, dieses ganze Palico anpassen und Palamute anpassen, werden wir auf jeden Fall alles noch machen. Aber jetzt fürs Erste, ich will einfach rein und Action haben, Mann. Richtig Bock aufs Game einfach. Ach, Kamura, Mann. Geil, ey. Geil, ja. Arigato! Schreibt mal eure persönliche kleine Review, Meinung zu dem Game in die Kommentare. Würde mich echt mal brennend interessieren. Was ist euer Lieblings-Monster Hunter? Ist es Monster Hunter Rise? Findet ihr das Spiel scheiße? Findet ihr das Spiel geil? Schreibt es jetzt mal ab in die Kommentare. Bin ich mal gespannt wie Schmidts Katze. Ich hätte gern sein Outfit. Oh mein Gott, was? Nein! Eine Randale! Hm. 50 Jahre
一時も忘れたことはない。Die Randale, eine Horde von Monstern. Sunawachi Hyakuryu. Sono Daishurai, Sunawachi Yako. Genin Fumei no Wazawai ni Kamura no Sato, Sombo no Kiki. Chikai uchi ni Toride ensei suru koto ni naru daro. Sato o mamora neba naran. Go shinpai ni wa oyobimasen, Sato-san.私たち、カムラの民が日々修行を重ねてきたのは、まさにこの時のため。姉様、早速準備に取り掛かりましょう。またどうぞ。頼もしい限り。Da freut sich aber einer, oder?Die Randale und all das mal beiseite. Ich habe Neuigkeiten für dich, Master Fitman. Heute Morgen kam eine Nachricht der Gilde, der zufolge du offiziell als ein Jäger bist. Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Habe ich mir auch reglich verdient, ne? Nun beginnt das wahre Leben, Herr Frischling. Ich sollte dich nicht mehr so nennen. Mache ich aber trotzdem. Entschuldige die Unterbrechung, Elster Vogen. Das Dorf ist über die nahenden Randale informiert, wie ihr gewünscht habt.Da fällt mir ein, Master Fitman. Mir ist so umgekommen, dass du offiziell ein Jäger bist. Klasse. Glückwunsch. Ja, dankeschön dafür. Jetzt musst du dich nur noch bei der Gilde registrieren, damit du anfangen kannst, all die Quests anzunehmen. Ja, nice. Dazu solltest du mit der Gildenmeisterin Hoyo in der Versammlungsstätte reden. Aber das kann warten. Jetzt gehen wir erstmal einkaufen. Nice. Geh mal einkaufen, liebe Freunde. Hey, zum Glück geben die echt nochmal hier genau der Händler, ne?Mit L kannst du dich bewegen, bla 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 bla. Das sollte alles klar sein. Tutorial können wir verlassen, ne? R1 ist Sprinten. Okay, Tortenmenü, alles klar, alles klar. Boah, Wahnsinn, in 60 FPS ist schon echt ein Unterschied, wa? Muss man schon sagen. Okay, unser Händler. Wir haben schon echt lange nicht mehr zusammen eingekauft. Sprechen wir ihn nochmal an, oder?Das Wetter ist heute so schön. Ja, bei uns ist komplett verschneit. Einfach 2-3 cm Schnee auf dem Boden am liegen. Ich sprich mit Kagero, dem Händler, ja. Okay. Sei gegrüßt, Meister Fitman. Wie ich hörte, seid ihr in der Gilde aufgenommen worden. Herzlichen Glückwunsch. Hier findet ihr Heilungen und andere Objekte, die euch bei euren Jagden behilflich sein könnten. Ich variiere meine Angebote häufig und verfüge über Spezialangebote für Jägerinnen und Jäger.Die werden euch sicher zusagen. Ja, ich hoffe es auch, ne? Ich hoffe es auch. So, Hamon, der Schmied. Ja, das ist ja alles klar, oder? Das ist ja eigentlich alles klar hier. Oh Gott, hab ich Bock, Mann. Oh Gott, hab ich Bock. Oh. Er trifft also Vorkehrungen für die Randale.Aber, Meister Hamon, ich bringe gute Neuigkeiten für euch. Fitman, der Große, wurde in die Jägergilde aufgenommen. Endlich, es wurde auch lange Zeit. Das Dorf hat nun einen Jäger, auf den wir uns verlassen können. Ist das nicht großartig? Also großartiger kann es nicht sein, liebe Freunde. Kostenloses Abo auf jeden Fall dafür da lassen und ein Däumchen nach oben. Ne? Dankeschön für den Support, Lob. Er möchte uns gratulieren. Die Ausrüstung, die wir hier schmieden, ist ein essentieller Teil der Jagd. Sie entscheidet über Erfolg oder Misserfolg. Zudem repräsentiert sie unser Dorf. Jäger, die nicht mit Tatara-Stahl umgehen können, sind das Banners Kamuras unwürdig. Hier findest du alles, was du brauchst. Über das Herstellen und Verfeinern können wir später noch sprechen. Ganz genau, das muss man später im Detail nochmal anschauen. Genau, Buddy Plaza, da können wir die Buddies anheuern. Ne? Boah, da muss man sich jetzt echt nochmal überall komplett reinfuchsen, liebe Freunde der Nacht.So, Seilkäfer, ganz genau. Lassen wir auch erstmal. Zack, Junge. L2 Kreis. Wupp. Oder L2 Dreieck. Okay. Alles klar. Vorzug, dann glaube ich einfach lieber den hier. Willkommen, willkommen. So, Dorfquest, Städtequest, das weiß ich noch. Die gibt's hier. Bei dem hier kann ich, glaube ich, meine ganzen Goodies abholen. Ich habe ja die Deluxe Edition, da waren so ein paar Skins und so dabei. Kann man sich ja dann alles später mal anschauen. Werde ich mir dann alles mal abholen. Hier können wir kochen, ne? Das ist die Köchin. Oh, Master Fitman. Hey,
Ich habe die tolle Neuigkeit gehört. Die Gilde hatte dich als Jäger anerkannt und alles, ja, Glückwunsch, Dankeschön. Vergiss nicht, vor der Jagd vorbeizuschauen und ein paar Dango zu essen. Wie findest du meine Idee mit den Hasengesichtern? Ja, Weltklasse. Es gibt nichts Leckeres auf der Welt. Noch dazu bringen sie dein Blut und Ballung für die Jagd. Ja, nice, man, genau das brauchen wir. Genau das brauchen wir, liebe Yomogi. Arigato! So, unsere Objektkiste. Ich meine, das können wir jetzt, glaube ich, alles skippen hier, ne? Das ist ja quasi das Tutorial, das kennt man ja. Ich will einfach nur nochmal wissen, wo alles ist. Das hat deinen Mut neuen Aufwand gegeben. Lass dich gleich bei der Versammlungsstätte als Jäger registrieren. Okay. Müssen wir tatsächlich, glaube ich, dahin, ne? Warum habe ich eigentlich ein Langschwert? Ich will eigentlich meine Waffe wechseln jetzt tatsächlich. Der Typ, ey, der war so cool, Mann. Arigato! Arigato! Da ist er. Okay. Ey, was gibt's da zu lachen? Na guten Quark, Meister Fippmann. Du hast dir ja hübsch Zeit gelassen. Ich war schon am Unken. Du kämst nicht. Ich komm immer, mein Freund, der Nacht. Ich will mich hier registrieren bei dir, habe ich gehört. So. Sprich mit der Meister. Wie heißt er? Utsushi. Utsushi. Master, ich bin da. Ah, stimmt, das war der Heini für die Arena-Quest, ne? Siehst gut aus, Ass, ne? Glückwunsch zu deiner Ernennung zum Jäger. Die harte Arbeit zahlt sich endlich aus. Ich freue mich für dich, ja. Gratulation auch an dich. So, Kamera für Fotos, ne? Da gibt es ja auch ein paar Quests, ne? Fotografiere Meister, den Meister. So, das kriegen wir hin. Zack. Okay, Zorro, du musst mal ein bisschen auf Seite gehen. So, dann post mal für uns. Aha. Das ist mal ein gut aussehender Typ. Jetzt kennst du dich mit der Aktionsleiste aus. Zeit für eine Quest. Body Plaza Training, bin ich bereit? Sprich mit Hinua, dem Quest-Mädel. So, das war nicht Hinua, das weiß ich. Da oben ist unser Raum. Gehen wir aus dem Gebiet raus. Die ganze Arbeit. So, wir quetschen erstmal mit dem Kurier. Was ist denn jetzt? Ich will nicht im Palamut reiten, ich will mit dem sprechen. Hallo? Ich muss mit dir ein paar wichtige Informationen besprechen. Ich bin aber noch nicht ganz fertig. Gib mir Bescheid, wenn... Okay, alles klar. Dann hau mal rein, wenn du Bescheid... dann gib mal Bescheid, wenn du bereit bist. So. Ich würde auch sagen, wir fangen erstmal mit den Quests... Mit den Dorfquests an, ne? Die Registrierung ist abgeschlossen. Ich habe für deinen Kauz vom ältesten Vogel abgeholt. Das ist so niedlich. Du wirst ihn lieben. Okay. Käuze sind in ganz Kamura beliebt. Der Dorfälteste hat dir einen Kauz als Haustier gegeben. Wenn du ihn über die Aktionsliste rufst, fliegt er herbei und setzt sich auf deinen Arm. Okay. Dann machen wir das doch direkt mal, oder? Hat er denn eine tiefere Bedeutung, einen tieferen Sinn oder ist das einfach nur Gimmick nice to have? Kauz, was ein Name. Was ein Name. Wie sollen wir ihn denn nennen? Wie sollen wir ihn denn nennen? Ja, wie sollen wir den Kauz nennen? Machen wir den roten Shanks, oder? Machen wir den roten Shanks, was soll's. Meine Schwester kann sich vor Arbeit gerade kaum retten, also weise ich dich an ihrer Stelle in die Quest ein. Okay, das ist eigentlich klar, ne? Du kannst deine Folie über Ausrüstung verwalten, genau, okay. So, und jetzt können wir auch zu unserer Postbotenstelle. Eine gigantische Erweiterung der Welt von Monster Rise ist ab Frühling 23 verfügbar. Monster Rise Sunbreak. Diese Erweiterung enthält neue Meisterquests, neue Monster, neue Orte und neue Geschichten, die Jäger und Jägerinnen entdecken können. Wahnsinn, also ist ja gar nicht mehr so lange her, ne? So lange hin. So. So, jetzt holen wir mal gerade hier alles ab, was wir abholen können. Bei dem hier konnte man auch, glaube ich, auch die Online-Spiele machen, ne? Nutze das Lager und sende Beitrittsanfragen aus. Ganz genau, das ist quasi gleich alles selbsterklärend.
Zusatzinhalte, da wollen wir drauf, ne? Ich werde jetzt den ganzen Quatsch, den ich habe. Es sind keine neuen Zusatzinhalte vorhanden. Okay, ich habe doch hier... Ich nehme einfach alles an. Ich nehme jede Event-Quest an, die es gibt. Ja, die machen wir alle. Die machen wir alle, denn da gibt es, glaube ich, dann auch so, so ganz scheiß Sticker, Posen, vielleicht ein paar Skins, also Dekos und so, ne? Es gibt einfach 8 Seiten. Okay, es gibt einfach 8 Seiten an... Guck mal hier, Rüstungsset und so, ne? Deko-Rüstung, Palamute, alles klar, Posen-Set, alles klar. Ich nehme alles an, liebe Freunde. Da ist der Content schon mal gesichert. So, jetzt haben wir alles angenommen, was es gibt. Haust du rein. So, sprich mit Hinua, dem Questmädel. Ich würde jetzt aber tatsächlich erstmal gerne meine Waffe mir aussuchen, wa? So, Rüstung schmieden und verbessern. Hier ist schon ein Ausrufezeichen. Das Lederset. Vorschau. Okay, ist quasi das. Ich bleib beim Kamura-Set erstmal. Waffe schmieden und verbessern. Ich gehe, wie gesagt, erstmal auf den Hammer. Waffen können in der Schmiede hergestellt werden. Erwähle eine Waffe aus und erschmiede sie neu oder verbessere sie. Ja, machen wir. So, Kamura-Baum. Aha, ich kann mir nichts herstellen. Ich gehe mal gerade an meine Kiste. Kann ich mir hier eventuell schon irgendwas auswählen? So, Dekos sind auch schon am Start. Deko-Ausrüstung ändern. Dekos. Was haben wir denn hier Feines? Jo, was ist das denn? Was ist das denn Schickes, okay? Jo, was ist das denn Cooles hier mit Umhang und so? Jo, ritterlich. Okay. Ich glaube, ich nehme das hier. Das sieht ziemlich cool aus, wa? Das hier werde ich mal wieder ab. Ja, ich nehme das hier mit dem Pelz. So eine Krone. Ich sehe mich eher mit so einer Krone tatsächlich, wa? Deko-Ausrüstungssets. Okay, hier kann man den Quatsch einfach nur speichern. Aussehen könnte man hier nochmal ändern. Ausrüstung verwalten. Objekte verwalten. Ausrüstung verwalten. Okay. Okay, dann habe ich ihn ausgerüstet. Perfekt. Alles klar. Okay, komm, wir gehen einfach mal rein in die Quest. Wir gehen einfach mal rein da. Konnichiwa. Bereit, ein paar Quests in die Hände schmutzig zu machen. Jawohl, sind wir. So. So machen wir uns mal in die Questliste, okay. Nimm Quests von Zwillingen im Dorf und in der Versammlungsstätte an. Über die Questtafel trittst du den Städtenquests von anderen Jägern bei. Nach Annahme der Quest kannst du mit R3 drücken oder okay. Beitrittsanfrage wollen wir nicht, wir machen das ja solo, ne? So, ganz wichtiger Tipp, den ich jetzt schon mal jedem geben kann, der gerade komplett frisch hier neu mit dem Game ist und vielleicht so ein bisschen überfordert ist, die optionalen Quests, meine lieben Freunde der Nacht. Geht immer, bevor ihr eine Quest startet, auf die optionalen Quests und nimmt immer maximal 5 Stück an, die ihr quasi in der Quest, die ihr sowieso startet, parallel machen könnt, ne? Sowas wie Knochen sammeln, Pflanzen sammeln, Insekten und so weiter. Das machen wir ja quasi, sammeln sie 3 Insekten. Das machst du ja quasi schon im Vorbeigehen. Und dann kriegst du nämlich noch ein paar gute Kamura-Punkte und Rüstkugeln eben später zum verbessern. Ich mache jetzt hier in dem Fall, erlege ein großes Monster. Das ist ja quasi unser erstes Monster, was wir jagen würden, ne? Einheimische Wesen, sammel Dauerwesen, Insekten, Pflanzen und Knochen nehme ich jetzt einfach mal mit. Und dann eben schließe 3 Quests in den Heiligen Ruinen ab. Das nehme ich auch mal mit, weil da werden wir uns jetzt, glaube ich, am Anfang ein bisschen tümmeln oder aufhalten auf jeden Fall, ne? Während einer Quest, die du annehmen möchtest, schließe jede von Meister Otsushis Aufgaben ab. Das ist unsere allererste Quest, die nehmen wir an. Gehen rein da. So. Wieder das Wesentliche. Brechen wir direkt auf, da müssen wir uns, glaube ich, nichts für essen, sondern können einfach direkt rein. Okay, es ist so geil gemacht.
Ist so geil gemacht. Starter Quest. Wo ist mein Padamut? Okay, S, wie geht's? Hast du meine Quest angenommen? Sehr schön. Komm her, dann legen wir los. Hokkoso! Oh, das ist fast so eine Fettroll, ey. Okay. Glückwunsch nochmal, dass du zum Jäger gebracht hast. Jetzt beginnt ein neues Leben für dich. Ich weiß, du brennst richtig auf die Jagd, aber lass uns erst nochmal die Questgrundlagen aufrichten, okay? Das brauchen wir ja nicht. Lagerzelt, Maschine, das haben wir jetzt in den letzten Videos bei mir schon gesehen. Okay. So. L1 sprinten. Und zack, so geht's dann los. Okay, wo ist mein Zorro? Wo ist mein Zorro? Oh, gelbe Schärfe einfach. Wahnsinn, oder? So, Vorratstruhe. Ich hole mir auf jeden Fall so ein paar Medipacks auf jeden Fall mit. Ich muss mein Tortenmenü direkt anpassen. So, warum ist das denn hier nicht? Okay, das ist schon auf dem Tortenmenü. Okay, perfekt. So, Pflanzen sammeln sollten wir auch, ne? Da machen wir direkt eine Quest damit schon mal parat. Ne? Man sieht es auch direkt. Blau sammeln sie Pflanzen. 7 Stück. Easy Golden. Whoop. Fallschaden, beste gibt's nicht. So. Ah, davon ist der Heini auch schon. Hier oben. Okay, reden wir über Salzkäfer. Die sind großartig und bei der Jagd ein absolutes Muss. Setz sie richtig ein und dann kommst du in 0, nicht so schnell überall hin. Okay, selbst auf diesen Felsen da oben. Okay, Salzkäfer sind erstaunliche Wesen, mit denen du eine Vielzahl von Aktionen ausführen kannst. Verführe mit Seilsprints schnelle Manöver in der Luft. Ja, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. So, aber erstmal hole ich mir das Insekt hier noch. Zählt das? Ah, zählt nicht, ne? Hup. Die Technik erfahrener Jäger. Seilsprinter auf eine Wand zu. Seilsprinter auf eine Wand zu. Oder Sprinter auf eine Wand zu, um einen Wandlauf zu starten. Okay. Wie gesagt, ist ja so ein bisschen Naruto-Style auch hier, ne? Ich bin ein Naturtalent. So sieht's aus. Als nächstes reden wir über Buddies. Heute habe ich meinen Palico Blitz und meinen Palamut Donner mitgebracht. Donnerblitze, Donnerblitze. Die werden dir bei diesem Teil des Trainings zur Pfote gehen. Du Witzbold, okay. Wenn du von einem Palamut begleitet wirst, kannst du das Kommando Lass mich reiten nutzen, okay. Sa. Drücke den mal Palamut Kreis, um aufzusteigen. Ah, gedrückt halten, okay. Ah, Thanos, ey. Okay. Wie war das nochmal? Man könnte das irgendwie so halten. Zack, und dann let's go, Mann. So, aber Pflanzen und so weiter sammeln wir natürlich noch alles direkt mit. Alles war, es war ein Fallenkäfer, okay. Totte. Geil, ja. Das ist so geil, Mann. Wie gesagt, ich komme gerade frisch aus World End, da bist du absolut lahmarschig unterwegs. Sieh dir diesen gelben Ölitz an. Wenn du einen berührst, verstärkt seine Pollen deinen Glücksbringer, den du trägst, deine Folie. Der Duft des Pollens und gibt dich dann und steigert deine Werte. Okay, alles klar. Okay. So, sammeln wir ein. Verteidigung hoch. Nehmen wir mit. Oh, Knochen nehmen wir auch mit. Hatten wir auch, ne? Anunna. Okay, nice, 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 nice. Okay, wir sind da. Große Klasse! Hast du den Dreh beim Reiten von Palamut schon raus, oder was? Ja, Hammer. So. Können wir skippen getrost. Der grüne Balken zeigt deine Gesundheit. Der gelbe, der die Ausdauer und darunter ist die Schärfe der Waffe. Ja. Von Palamut absitzen. Wicke dich zum Ziel. Ja, dann nehmen wir den natürlich mit, ne? Geht doch viel schneller. Zack. Klasse, ein Rudel Itsushi ist. Es sind 3 Stück. Erledigen sie für mich. Okay, let's go, Mann. Let's go, jetzt können wir endlich mal die Waffe ziehen hier. Und das meine ich mit den optionalen Quests. Jetzt haben wir schon 3 von 7. Superashi! Okay. Okay, komplett lost gerade. Fantastisch, toll. Okay. Mit Kreis weggesteckte Waffe zerlegen?
Ayo. Okay, Schnellreise, okay. Karte öffnen. Hallo? Ich drück das Touchpad nach unten. Ich drück das Touchpad nach unten, Freunde. Aha. okay. Danosee! Okay. Glückwunsch, du hast dieses Basistraining abgeschlossen. Okay, ich will auf jeden Fall die Waffe wechseln, Mann. Quest abgeschlossen. Obwohl, das Langschwert ist eigentlich auch schon ziemlich cool. Da musst du dich echt nur ein bisschen so reinfuchsen, ne? Wie das funktioniert. Musst du natürlich in jede Waffe auch, ne? Habt ihr recht, habt ihr recht. Ich hab nichts gesagt. Wie gingen denn nochmal die Seilkäfer-Attacken, ey? Quest erfüllt. Rohes Fleisch, ein paar Tränke aber bekommen und ein bisschen Honig. Nice Stein. Kamuda Amulett. So, okay. So, so, Master Fitman. Blablabla. War alles ein Kinderspiel, ganz genau so. Jemand möchte dich sprechen. Finde die Person in Kamura. Karte öffnen. Versammlungsstätte oder Vorbereitungsgebiet. Okay, irgendwo da ist dann jemand. Okay. Ich muss dringend mit dir reden. Okay, das ist dann der Schmied. Vielleicht können wir jetzt endlich auch mal unsere Waffen dann in ihm herstellen. Aber das würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge, weil es eine lange Folge, einfach nur Einleitung, bisschen Cutscene und aber ziemlich geil. Ich habe richtig Bock, mich jetzt hier wieder komplett neu aufs Game einzulassen und mich reinzufuchsen. Und guck mal bitte, was ich noch trage. Fürs Feeling einfach noch, liebe Freunde. Einfach. Der Magna Malo. Der Magna Malo ist auf meinem Shirt, Mann. Ich habe richtig Bock, den zu besiegen. Hoffen, wir kommen irgendwie schnell zu dem hin. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, lass dem Video einen Daumen hoch. Du siehst gerade auf dem Bild auch mein Profilbild. Klick einmal drauf. Schenk mir damit ein kostenloses Abo. Es ist wirklich kostenlos und du hilfst mir damit so extrem krass weiter. Vielen, vielen Dank vorab. Aktiviere auf jeden Fall die Glocke, damit du kein weiteres Video von mir zu Monster Rise verpasst. Wird jetzt jeden Tag frischen Content zu geben. Und wie gesagt, 10.2. Hogwarts Legacy wird es richtig, richtig abgehen. Ja, ich danke fürs Einschalten. Danke für deinen Support. Wünsche dir noch einen super geilen Tag. Mach was Schönes. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao mit V.